wieder zurück. Ich wünsche euch erstmal noch ein schönes und vor allem gesundes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtsfeiertage auch gut überstanden, auch wenn es ein bisschen anders da war als sonst. Wie ihr auch gemerkt habt, war ich im Dezember hier kaum aktiv, was Videos betrifft. Es lag einfach daran, dass ich meine freie Zeit für Uni nutzen wollte und auch einfach so ein bisschen für mich, vor allem jetzt kurz vor der Klausurenphase, war das auch bitter nötig. Und ich fand, es hat auch richtig gut getan, einfach so ein bisschen Zeit für sich halt eben zu haben. Bei Uni habe ich halt eben Staats- und Verfassungsrecht nachgeholt. Also falls ihr es wisst, das ist so dieses Semester mein Struggle neben Investitionen und Finanzierung. Es ist halt einfach unheimlich viel Stoff. Und irgendwie war ich über den Kurseinheiten ewig drüber und habe nicht mit meiner Zusammenfassung angefangen. Fragt mich nicht warum. Ab Weihnachten habe ich mich dann nur mit Staats- und Verfassungsrecht beschäftigt und habe es auch ziemlich weit geschafft. Ich sitze momentan an Grundrechten. Da muss ich nur noch Karteikarten und Schemata machen. Und da bin ich auch schon fleißig drüber. Ich bin circa bei der Hälfte und wir haben es momentan 15:45 Uhr. Also schon relativ spät. Ich muss aber auch sagen, dass ich erst auf 11 Uhr circa hier am Schreibtisch saß. Normalerweise sitze ich so auf 9 oder 10 Uhr schon hier und mache was. Ich weiß auch gar nicht, wo heute früh die Zeit hingegangen ist. Also klar, ich habe geduscht, habe mich ein bisschen fertig gemacht, habe Wäsche gemacht, habe gefrühstückt. Aber trotzdem frage ich mich, wieso das so lange gedauert hat, obwohl ich um 7 Uhr aufgestanden bin. Aber solche Tage gibt es ja auch. Ich habe aber heute schon 3 Stunden was gemacht, also ist noch total im Rahmen. Ich hoffe, dass ich heute noch mit meinen Schemata und Karteikarten fertig werde, weil dann kann ich nämlich morgen echt anfangen mit Fällen. Ich habe nämlich noch keine Fälle bearbeitet und das ist richtig schlimm, das zu sagen, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft. Ich wollte halt erst den Stoff wirklich haben und so ein bisschen verstehen, bevor ich an die Fallbearbeitung gehe. Und das hat sich halt jetzt sehr lang rausgezögert. Anfang Februar fangen dann auch meine Hausarbeiten schon an, eben in Staatsverfassungsrecht und Schuldrecht AT. In Schuldrecht AT bin ich auch soweit durch. In Staatsverfassungsrecht habe ich zwar noch 2 Kurseinheiten eigentlich vor mir. Da geht es um EU-Recht. Die werde ich dann wahrscheinlich aber erst nach der Hausarbeit zusammenfassen, bearbeiten, wie auch immer, weil ich jetzt nicht wirklich denke, dass die in der Hausarbeit drankommen. Und wenn irgendwas über EU-Recht drankommt, dann habe ich ja auch noch Zeit, mich während der Hausarbeit damit zu beschäftigen. Das ist halt das Gute, anstatt jetzt bei einer Klausur, da wäre es halt dann schlecht. Aber so habe ich ja Zeit und kann mich informieren. Das ist ja gar kein Problem. Und da mache ich dann echt lieber Fälle, anstatt dass ich da noch mit EU-Recht angetreten komme. Genau, ich denke, das war's soweit. Ihr seid jetzt erstmal wieder ein bisschen up to date. Und ich werde jetzt hier mit Grundrechten weitermachen. Genau. Dann sehen wir uns später. Jetzt 19:45 Uhr. Ich verziehe mich auch gleich ins Schlafzimmer. Ich bin nämlich für heute erstmal fertig. Ich habe heute 4,5 Stunden was für die Uni gemacht und ich finde, das ist auch noch total in Ordnung. Ich wurde jetzt mit Grundrechten nicht fertig, aber das ist gar nicht so schlimm. Den Rest mache ich dann morgen früh einfach noch. Werde mir dann auch noch so einen Crashkurs eben von Jura Online anschauen. Und dann kann ich nachmittags mit der Fallbearbeitung anfangen. Ich zeige euch auch mal, wie weit ich gekommen bin. Für die Schemata gehe ich immer auf Jura Online und ergänze die dann einfach mit meinen Zusammenfassungen. Und dann schreibe ich mir die Schemata eben hier auf meinen
Block auf. Das ist ein A5er. Der ist halt eben punktkariert. Das habe ich euch schon mal in dem Video gezeigt. Und ich finde das halt einfach so super. Genau, so sehen dann eben meine Schemata aus. Und die werde ich halt dann morgen einfach noch ergänzen. Und meine Karteikarten auch. Und dann bin ich auch schon mit den Grundrechten fertig. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass ich heute gar nichts Interessantes für euch gemacht habe. Ich hoffe trotzdem, dieses kleine Update und dieser Einblick in einen Lerntag von mir war doch vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Bei Fragen könnt ihr die natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin dann nämlich immer richtig aktiv und freue mich auf die ganzen Interaktionen mit euch. Genau. Dann war es das jetzt eigentlich auch schon. Wir werden dann jetzt wahrscheinlich noch einen Film oder so anschauen. Und dann gehe ich auch ja, so auf 10, 11 Uhr auch wieder ins Bett. Und dann geht es morgen früh weiter. Und dann hoffe ich, dass wir uns einfach in dem nächsten Video wiedersehen. Macht's gut. Tschüss.